Recht herzlich willkommen zur 99. Folge von Grand Age Medieval. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, wie man hört, aber ich kämpfe mich da trotzdem durch. Mal gucken, dass wir hier die Leute hinkriegen. Händler ist angekommen, das war ja Krasimir, genau. Und dann schauen wir mal, was wir hier so machen können. Der Jingle ging eben gar nicht, ne? Aber naja, ist halt so. Was ist jetzt angesagt? Wir haben Brot, was wir kaufen könnten, aber der Wagen ist voll, wir müssen also erst leer machen. Das lohnt nicht. Hier geht was. Hier geht auch was. Ja, komm, 50 geht auf jeden Fall. Tuch möchten die auch haben. Das ist auch sehr schön. Wolle geht auch. Wolle 8600. Geht also auch was weg. Kohle geht runter, aber wir können trotz alledem bis auf 65 was entledigen uns der Sache. So, dann können wir was dazu nehmen wieder. Das Brot. Bei 20 ist gut. Das Bier geht auch was. Auch 20 Salz. Geht auch was. Honig ist eher was zu verkaufen. Sollte man vielleicht überlegen. Nach der Einheit zum Weg. Ja, das lassen wir so. Hier können wir noch was zukaufen. Passt. Das hatten wir weg. Hier war, glaube ich, auch ein ganz guter Preis eigentlich, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Lass weg. Ich glaube, so geht's, ne? Ja, wir sind jetzt nicht mehr voll, aber die Dreie kommt jetzt auch nicht drauf an. Und wir reisen weiter, und zwar nach... Das ist unmöglich. Ein bisschen daneben, dann streifen wir auch die Stadt Wissner. Dann können wir mal hier reingucken, das müsste ja auch gehen, oder? Der Bautrupp, ne? Kann der nicht? Der ist da fertig, oder? Baut er noch? Da kann er nicht. Aber hier könnte er doch eigentlich, oder? Komisch. Das kann er auch nicht. Das kann er nicht, weil das wahrscheinlich unsere Stadt ist. Kann er sein? Hat das damit zu tun? So, hier sind schon ganz viele Wege gemacht. Ja, weiß ich dann auch jetzt nicht so wirklich, ne? Ist das schon Krasimir? Ja. Den haben wir schon dahin geschickt. Oh, das war ein bisschen nah. Dann schauen wir mal. Brot geht weg. Bier geht weg. Felle gehen auch weg, aber nicht ganz so viele. Aber einige. Salz geht auch was, aber... Um 40. 57 machen wir bis auf 50 runter. Machen wir so, hier können wir was zukaufen. Hier geht weg, aber lohnt nicht. Der eine, den machen wir. Lohnt auch nicht. Da geht was. Hier geht auch ein bisschen. Machen wir 60 oder 61. So, jetzt müssen wir noch gucken, was wir mitnehmen. Ja, das haben wir schon gemacht. Das Tuch, das ist alles. Ne, hier nehmen wir nichts mit. So, wir können jetzt mal dahin gehen und gucken, was da so los ist. Dann wird hier auch ein bisschen frei. Vielleicht geht dann auch unser Dingens zu bauen. Ah, schau mal, der, wer da ausbaut. Das war der Gegner. Nein, nicht der Gegner. Unser Kollege da, ne? 630. Da geht richtig viel hier oben. Da geht was verkaufen. 20 davon. Salz nehmen sie auch. Honig ist jetzt nicht billig. Fisch auch nicht. Das lohnt nicht. Nein, das brauchen wir auch nicht machen. Hier 540 ist ein guter Preis. Nehmen wir 12 mit. Hier haben wir noch teurer eingekauft. Oder wie sehe ich das?
180 geht auch noch was zukaufen. Honig. Ne, Keramik ist das, aber die steigt dann an, lassen wir. Wolle lohnt nicht. Er geht hoch, das bringt dann auch nichts. Den Wein nehmen wir auf jeden Fall was von mit. 20 Einheiten auf jeden Fall. Den Rest lassen wir so. Gut, dann würde ich sagen, geht nicht nach Minsk. Dann gehen wir mal erst nach da zurück. Gucken hier nochmal rein. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Rot? Nee, geht nicht. Haben wir nämlich nicht mit. Fälle gehen dann nochmal. Salz ist nicht drauf. Das lohnt nicht. Das ist gleicher Preis. Da können wir nochmal gucken, was wir mitnehmen. Hier geht was verkaufen. Hier könnte man kaufen, aber 180 ist das. Hier geht was verkaufen. Ja, da gehen wir noch auf 60. Da geht was. Warte mal, wenn es 100, ja, können wir verkaufen. Passt. Dann, jetzt ist der irgendwie am Stocken und ich weiß nicht warum. Gehen wir mal nach Krakau. Pilsen, ob die mit uns handeln wollen, weiß ich nicht. Gucken wir, sehen wir gleich, ne? Hier geht was. Sechs Stück. Lohnt nicht. Da würde was gehen, aber zu was für ein Preis machen wir nicht. Hier geht was. Hier geht auch was. Einer. Das können wir noch zukaufen, aber es ist gleich hoch, also lassen wir das. Hier geht was zu verkaufen, aber lohnt auch nicht. Wolle. Können wir zwei verkaufen. Das lohnt nicht. So, kaufen. Die Wolle haben wir doch gerade gekauft, oder was? Da geht auch gleich hoch. Frosch im Hals. Ja, das war's hier schon. Schon unterwegs. Nach Budapest, wenn das nach Budapest geht und nach Minsk ging das nicht? Komisch. Weiß ich dann auch nicht. Sollten wir mal gerade den Bautrupp rausholen. Der Bautrupp, der kann mal eine Strecke von da. Na, das ist jetzt doof. Von da nach da bauen. Transitabkommen benötigt. Okay, dann nicht. War nur mal so eine Idee, ne? So, da können wir was verkaufen. Alles weg. Das Bier geht dann hoch. Lassen wir. Felle können wir noch zukaufen hier. 110 steigt auch nicht an. Wagen ist gleich voll. Machen wir bis 50 runter. Da können wir noch was mitnehmen. Hemden wollen die haben. Das ist natürlich super günstig. Machen wir 10 davon weg. Kaufen die 23 da ein. Ist auch noch billiger. Der Rest hier bei 110. Guck dir das an. Können wir noch was verkaufen? Hier geht noch was. Kaufe ich nämlich den Wein für ein. Können wir ein besseres Geschäft mitmachen mit Wein. Mit Vergnügen. So, dann gehen wir da weiterhin. Wie viel Geld haben wir denn jetzt so? 423.000? Wir brauchen noch mehr.
Mal so ein bisschen noch handeln. Ja, lohnt nicht. Hier geht ein bisschen was. Hier geht auch was. Alles sogar. Das ist alles nix. Hier geht was. Da geht dann was. Ne, da geht schon wieder hoch. Also zweimal Wein verkaufen. Mehr nicht. So, was kaufen wir ein? Der Fisch ist günstig. Und ich glaube, Honig nicht, der ist ja teuer, der kostet ja sonst nur 80. Das geht sofort hoch, der Rest lohnt dann nicht. Gut, dann haben wir das erst da fertig. Gehen wir dahin. Und 450 steht da jetzt. Jetzt gucken wir hier rein. Ja, das lohnt nicht. Verkaufen aber trotzdem 6. Da geht alles weg. Ja, der fällt dann sofort runter. Oder sofort nicht, aber... Hier geht was. Da geht auch was. Mann, habe ich einen Frosch im Hals. Wein gehen 8. So, jetzt kaufen wir zu. Das Brot lohnt nicht. Hier geht was. Und der würde auch noch gehen. Ja, nehmen wir alles mit und fertig. Wagen ist voll. Ja. Und dann ziehen wir dann weiter hier hin. Gerade muss ich anders verschieben, ne? So, dann haben wir unseren Händler da wieder. Ja, die sind hier arme Leute, wie man sieht. Die haben nix. Geben wir denen ein paar Fellen. Und damit die kein Skorbut kriegen, kriegen sie ein bisschen Obst. Hier können sie was bauen. Nehmen sie auch schon fast alles, ne? Zack. Nennen das mal so. Hier geht auch noch was. Da möchten sie auch noch haben, damit sie heizen können wahrscheinlich. Die gute Farm wird. Und Wein kann man hier kaufen. Haben wir. Ah, das geht gleich hoch. Lassen wir. So, Entschuldigung. Jo, dann reisen wir noch weiter, mal nach Sofia. Ich glaube, da waren wir auch lange nicht mehr. Und dann handeln wir da noch. Gucken da nochmal rein, ne? Wir haben jetzt 500.000, eine halbe Million an Geld. So, hier. Lohnt nicht. Lohnt auch nicht. Ja, das ist ein bisschen... Nee, eigentlich lassen wir das. Das lohnt auch nicht. Lohnt hier was? Ja, der Wein. So. Da noch ein bisschen. Da können wir ordentlich zukaufen. Ist der Wagen voll, ne? Jo. Okay, und dann überlegen wir, dass wir mal hier unten noch eine Reise rummachen, nach Ala und so. Und dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.